Zentralafrika. Das Zangazanga-Schutzgebiet. Es gibt wenige Gegenden auf der Welt, wo so viele verschiedene Arten zu Hause sind. Ich will meinen alten Freund Makumba wiedersehen. Er lebt da unten im Wald. Vor 20 Jahren bin ich dem wilden Gorilla hier das erste Mal begegnet. Wie er wohl heute aussieht. An der Landebahn ist Schluss. Mit gemütlich. Werde ich Makumba überhaupt treffen? Im Dorf der Bayaka werde ich von Richard erwartet. Hallo! Hey Richard! Er wird mir helfen, Makumba im Dickicht zu finden. Irgendwo hier in diesen Wäldern soll sich Makumba rumtreiben. Aber wo? Ich habe keine Ahnung. Richard und seine Kumpels aber schon. Danke, Zang. Okay. Es sieht so aus, als hätten wir einen langen Fußmarsch vor uns. Mit meinen 1,85 bin ich hier klar im Nachteil. Der Weg geht durch das Gestrüpp. Eine echte Plackerei. Die Bayaka führen mich immer tiefer in den Dschungel. Sie lesen den Wald wie eine Landkarte. Ich sehe nichts. Und sie finden überall Spuren. So wie diese angeknabberte Frucht. Die Bayaka sind unglaublich im Wald. Die sehen, riechen, fühlen, schmecken einfach alles. Und finden auch alles. Gorill? Yes. Weiter geht's. Weit können sie nicht mehr sein. Um den Hals fallen wird mir Makumba sicher nicht. Mir würde es schon viel bedeuten, ihn überhaupt zu sehen. Dopa. Da sind sie. Dieses Zungenschnalzen lässt die Gorillas wissen, dass sich Menschen nähern. Masken sind Pflicht, damit wir nicht irgendwelche Krankheiten übertragen. Weil sie so eng mit uns verwandt sind, könnte das nämlich ganz leicht passieren. Und dann tatsächlich. Flachlandgorillas. Im Umkreis von 5 Metern sitzen hier jetzt 4 Gorillas. Dass sie mich so nah ranlassen, ist das Ergebnis von sehr viel harter Arbeit. Die Bayaka mussten jeden Tag von Sonnenauf bis Sonnenuntergang in der Nähe der Tiere sein, bis die Gorillas irgendwann aufgehört haben, sie anzugreifen oder wegzulaufen. Mehrere Jahre lang. Bin ich schon umgeben von Makumbas Horde? Dann wird mein Traum wahr. Kein Zweifel. Makumba ist direkt vor mir. Da liegt er, ich kann ihn schon sehen, unten im Gestrüpp. Makumba. Hallo Makumba, wie geht's dir? Ein stattlicher Silberrücken ist er geworden und ich muss schmunzeln. Grau bin ich ja auch inzwischen. Das hier ist Glück. Es fühlt sich unglaublich an, wieder hier zu sein. Und er ist auch immer noch da. Hallo Makumba. Jetzt hat er mich angeguckt. Nach 20 Jahren hat Makumba mich jetzt wieder in die Augen geschaut. Ich könnte heulen vor Glück. Dass dieser prächtige Silberrücken immer noch hier ist und immer noch seine Horde regiert. Was für ein wunderbares Erlebnis. Dieser Moment geht mir durch und durch. Zeigt er doch auch, es lohnt sich, um die Natur zu kämpfen. Ohne solche Schutzgebiete hätte Makumba wohl keine Chance gehabt. Dann verschwindet er einfach im Urwald. Mach's gut.